ist essentiell für eine gesunde Ernährung. Also meiner Meinung nach nicht, weil also ich gehe jetzt mittlerweile immer darauf zurück, dass ich halt irgendwie Tofu auch mittlerweile konsumiere oder so, weil ich habe auch gemerkt, dass ich halt irgendwie Verdauungsprobleme mittlerweile dadurch habe und diesbezüglich finde ich, ist es nicht unbedingt essentiell. Also ich bin jetzt auch keine Veganerin, muss ich dazu sagen, aber ich achte schon, wenn ich mir Fleisch hole, woher es kommt und so. Und dass ich mal ein bisschen mehr Geld ausgebe und das vielleicht einmal die Woche mir gönne. So. Also wie du schon richtig gesagt hast, ist Fleisch in unserer Ernährung nicht essentiell. Also wir können auch auf einer pflanzenbasierten Ernährung sehr gut unsere Nährstoffe aufnehmen. Und dann stellt sich die Frage für uns, wo liegt dann noch die Notwendigkeit sozusagen, Fleisch oder andere tierische Produkte in unseren Alltag einzubauen? Ja. Ne? Wo kommt da, was ist der Hintergrund, ne? Was ist die Motivation dazu? Ja. Genau. Was würdest du sagen, ist so bei dir die treibende Motivation dahinter? Also ich finde, dass das irgendwie natürlich, also die Fleischindustrie mittlerweile wirklich schon, wenn du halt so 500 Gramm Hackfleisch bekommst, dass es jetzt Schweinefleisch oder anderes sein, dass es halt einfach mittlerweile so, weiß ich nicht, für 2 Euro zu kaufen gibt und das gibt einem schon zu bedenken, woher kommt es jetzt insgesamt, wie wurde es verarbeitet, wie wurde das Tier behandelt und dementsprechend sage ich mir so, okay, ich brauche es nicht in Massen, wer weiß, was da drinnen noch extra ist, warum wird es so günstig auf dem Markt angeboten. Also so dementsprechend finde ich Alternativen wie Seitan oder generell irgendwas anderes, Tofu, schon eine gute Alternative. Uns geht es so viel um Tierrechte, ne? Und wir wollen auch ein bisschen über die Ethik und Philosophie dahinter reden. Denkst du, wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren, ist das dann ethisch schon sozusagen das Maximum, was wir tun können, sozusagen für die Tiere? Denn am Ende des Tages ist, selbst wenn wir sozusagen unseren Konsum reduzieren und dann einmal im Monat oder sowas Fleisch oder Milch oder Eier oder sowas konsumieren, ist es ja im Endeffekt immer noch ein Tier involviert, ne, was sozusagen seine Entscheidung nicht treffen konnte. Ja. Denkst du, es gibt da noch eine ethische Begründung dafür, wie wir das noch rechtfertigen können heutzutage in unserer Situation jetzt? Also ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt auch viele Veganer-Freunde habe, ich muss sagen, dass ich da jetzt nicht, also ich habe da noch nicht so ganz den Durchblick, weil ich trotzdem noch gerne Eier oder so generell tierische Produkte manchmal schon konsumiere. Aber ich finde das trotzdem respektabel. Ich habe höchsten Respekt davor, wenn du komplett darauf verzichten kannst und wenn du was dagegen tun kannst, generell für die ganze Industrie. Und dementsprechend kann ich jetzt keine direkte feste Aussage geben, weil ich würde natürlich auch, weiß ich nicht, für die Leute, die nicht komplett vegan leben, halt auch irgendwas vorheucheln. Und das möchte ich nicht. Aber ich finde das auf jeden Fall, wie gesagt, respektabel, dass die Leute irgendwie generell so ihren Weg wählen, um das irgendwie, ja, dem beizusteuern, dass es komplett irgendwie mal oder bessere Alternativen gibt. Also ich meine jetzt in Hinsicht auf die letzten 5 bis 10 Jahre, diese ganzen, zum Beispiel Käseersatz, was jetzt mittlerweile alles gibt und so, finde ich schon gut, dass die Industrie das mittlerweile auf den Markt bringt. Und ich glaube, so in den nächsten 5 bis 10 Jahren kann es auch definitiv irgendwie das günstiger auch noch angeboten werden, sodass du halt in der Masse irgendwie, weiß ich nicht, also klar, wenn du jetzt so, weiß ich nicht, jetzt veganen Käse kaufst, zahlst du trotzdem so 3 bis 4 Euro so. Und alternativ findest du halt im Supermarkt Käse für 1 Euro. Aber trotzdem, wenn es dann irgendwie dann sich besser verbreitet und so, glaube ich, ist es extrem gut auch so, dass man halt einfach besser darauf verzichten kann. So. Gerade wenn man das Budget halt nicht alltäglich hat, dass man halt 3-4 Euro pro Käse zahlen muss. Aber ja, ich finde das auf jeden Fall eine gute Alternative und ich hoffe natürlich, dass es irgendwann dementsprechend noch ein bisschen günstiger gibt. Ich denke auch, den Prozess, den du gerade beschrieben hast, ne, das ist schon eine gute Entwicklung, dass in den letzten Jahren vor allem diese Anzahl an veganen Produkten einfach so gestiegen ist. Das ist auch wunderbar für die Bewegung. Und ich denke auch, dass es insgesamt ein Prozess ist. Ne? Ja. Also die Menschen sind ja so groß geworden mit Fleischkonsum. Ich habe auch 20 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, da ist irgendwie das nennt man kognitive Dissonanz. Ne? Ja. Das ist also eine Handlung, die nicht zu deinen moralischen Grundsätzen passt. Das stimmt, ja. Genau. Und ich denke, bei jedem Menschen ist das ein Prozess, der mal schneller und mal langsamer verläuft. Ne? Ja. Also jeder hat da so sein Tempo. Mhm. Und ich denke, Hauptsache ist, dass wir uns sozusagen darauf einigen können, dass unser Ziel sein sollte, das Leid in
langfristig so niedrig wie möglich zu halten. Und ich denke, das können wir sozusagen in unserer Gesellschaft alle mit einer veganen Ernährung machen, weil das sind so Sachen, oder eine vegane, oder die Ernährung ist eine Sache, die wir halt wirklich tagtäglich, worüber wir entscheiden können. Mhm. Ja. Ich würde dich jetzt nochmal bitten, noch eine Karte aufzudecken und dann... Hunde und Katzen zu essen ist eher so, sorry, wenn ich das nicht richtig lesen kann, eher... Ist eine. Entschuldige bitte. Persönliche Entscheidung. Da ich selber zwei Katzen habe, muss ich mich dazu wirklich, wirklich äußern, dass ich das zum Beispiel, gut, ich esse ab und zu mal Rindfleisch und so, also vielleicht ist es halt einfach auch weit hergeholt, dass ich das jetzt explizit, weil ich selber Hunde und Katzen dementsprechend niemals essen würde, niemals. Aber wenn man halt so Berichte liest, zum Beispiel wie in China, dass die lebendig in den Topf geworfen werden, ist genauso wie Hummer lebendig in den Topf zu werfen. Also das kann man halt einfach nicht rechtfertigen. Es ist meiner Meinung nach, sollte es als unmenschlich definiert werden, weil das sind intelligente Tiere und man würde jetzt auch keinen Mensch in den Topf werfen oder weiß ich nicht oder so. Deswegen und auch zum Beispiel deswegen verzichte ich komplett mittlerweile auf Schweinefleisch, weil Schweine auch extrem intelligent sind und deswegen könnte ich das nicht. Also für mich persönlich Hunde und Katzen, ich liebe meine Katzen über alles und Hunde genauso. Und das bringt einen ja wirklich zum Nachdenken, dass man halt einfach, wie gesagt, diese Alternativen angeboten bekommt mittlerweile so. Aber niemals. Genau. Die Karte macht eine Anspielung darauf, dass wir sozusagen in unserer Gesellschaft sehen wir einige Tiere als diejenigen an, die wir zu Hause halten, die wir lieb haben und andere Tiere, die wir dann als Nutztiere auch bezeichnen. Ja. Dieser Name ist ja auch erfunden. Und diese dann kultivieren, ins Leben rufen und züchten und extra zu dem Zweck züchten, dass wir sie dann am Ende des Tages essen. Ja. Und diese kognitive Dissonanz oder etwas, was wir, wo dann Widerspruch ist. Ne? Also warum haben wir da diesen Unterschied zwischen den Tieren? Ne? Und letztendlich gibt es auch keinen moralisch oder keinen ethisch relevanten Unterschied zwischen, wie du schon gesagt hast, ne? Zwischen Menschen und Tieren. Ja, definitiv. Gibt es keinen Unterschied, warum sollten wir denn das den Tieren antun? Ja, das hast du ja schon richtig gesagt. Ne? Wir würden ja auch keinen Menschen sozusagen und in diesen Umständen... Ja, genau. Richtig, genau. Möchtest du noch eine dritte Karte nehmen? Eine vegane Ernährung ist ungesund und unnatürlich. Witzigerweise wurde ich damit schon mal konfrontiert. Also ein Kumpel, der ist Koch und der verwertet natürlich dementsprechend halt auch viel. Ich komme selber aus der Hotellerie und Gastronomie. Da wird es halt in Massen klar angeboten für die ganzen Gäste und so. Und als man mir die Begründung dargelegt hat von dem Kumpel, dass er meinte, ja, wir Menschen neigen dazu, unser Kiefer zurückzubilden, weil wir Fleischesser sind von Natur aus. Wo ich dann aber auch wiederum argumentieren musste, das stimmt so nicht. Klar, vielleicht hat er da, aber nee, ich kann dem halt einfach nicht bestätigen, weil auch Tofu kannst du knusprig anbraten oder was auch immer, du kannst es ja, weiß ich nicht, und du kannst ja auch Apfel essen, da kaufst du ja genauso viel. Und ob es jetzt Fleisch ist oder generell und ungesund, also absolut vegan leben, da musst du ja trotzdem diese Tabletten noch extra nehmen, damit du die Vitamine so, B12 oder so. B12. Ja, genau so. Dass dementsprechend, wenn du darauf komplett auf Fleisch verzichtest, dass du die Tabletten dann natürlich einnimmst, dass du halt selber nicht als Mensch dann irgendwie eingehst oder so, sagt ja irgendwie schon ein bisschen was aus. Aber ich muss sagen, wenn du dann irgendwie, wie gesagt, auf die Tabletten zurückgreifst, ist es auch in Ordnung. Also es ist ja die eigene Entscheidung von jedem Menschen. Ich verzichte darauf und hole mir die Vitamine von was anderem, dann soll es so sein. Also finde ich wirklich gut, dass es mittlerweile auch so eine Alternativen gibt, dass man nicht unbedingt immer Fleisch konsumieren muss, sondern die Vitamine sich anders holen kann. Du hast einen guten Punkt gemacht mit der Unnatürlichkeit. Und zwar, es gibt einem zu bedenken, ne? Also wenn man supplementieren muss, damit eine Ernährung erst vollwertig und gesund ist, stellt sich die Frage, ob das überhaupt dann überhaupt natürlich und gut ist. Ne? Und dann stellt sich aber noch die Frage, ob Natürlichkeit überhaupt ein relevanter Faktor ist. Ja. Ne? Weil Natürlichkeit bedeutet nicht unbedingt, dass etwas moralisch besser oder schlechter ist. Ne? Weil wir haben ja auch in der Natur, finden wir grausame Bilder, ne? Also Fleischfresser, die zum Beispiel andere Tiere töten, ne? oder es gibt auch Affenarten, die Kannibalismus betreiben und genau. So. Ne? Also wenn wir dann da rauf gucken, auf diese Natürlichkeit, dann geht das häufig nicht einher mit moralischer Richtigkeit. Deswegen, wenn wir sozusagen die Nährstoffe supplementieren können, ohne dem Tier Leid anzutun, dann können wir das auch wunderbar machen. Ja. Denn man hat keinen ethischen, es ist nicht ethisch abwertend. Und noch zu B12 wollte ich nur noch sagen, dass
heutzutage auch den Tieren supplementiert wird in ihrer Nahrung, weil das, also es wird nicht primär, also es wird nicht in den Tieren produziert, das Vitamin B12, sondern von Mikroorganismen, welche sich im Boden finden. Ja, und weil wir halt in einer relativ oder sehr sterilen Welt leben, kann dieser Prozess des B12-Entwickelns gar nicht mehr stattfinden. So. Genau, und deswegen wird es auch den Tieren supplementiert und dann nehmen die Omnivoren, also 90% in Deutschland zum Beispiel, dann halt Vitamin B12 über die Tiere auf. So, also das ist nochmal als Side-Note. Genau, und deswegen nehmen wir nicht den Umweg über das Tier, sondern supplementieren es einfach selber. Ja, genau. Damit man den Ausgleich dann quasi hat. Ja. Richtig. Möchtest du noch eine Karte? Oder, na klar, ich habe Zeit. Alles super. Gut. Tiere zu essen zerstört unseren Planeten. Das ist eine harte Frage. ich finde generell, dass die Menschen dazu neigen, den Planeten selber zu zerstören. Also ob man es jetzt mit bei den Tieren anfängt oder generell mit Umweltbeschmutzung oder generell die Regenwälder abholzt, ist ein Unding meiner Meinung nach. Lass es unschuldige Tiere sein, die dann halt irgendwie darunter leiden müssen, dass die Menschen das halt in Übermaßen, also lass es jetzt zerstören im Sinne von, finde ich, beispielsweise, wenn man das in Übermaßen produziert und dann im Supermarkt, wie gesagt, die ganze Fleischabteilung sieht, Alternativen darauf zurückgreifen kann und dann zum Beispiel das meiste weggeschmissen wird, weil das Ablaufdatum dann halt weg ist. Also genauso in der Hotellerie, was wir da weggeschmissen haben, was die Leute nicht konsumiert haben, das zerstört meiner Meinung nach wirklich den Planeten mitunter, weil Nutztiere hin oder her. Ich finde das ein scheiß Begriff, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so sagen darf, weil Nutztiere, das sind Tiere, Punkt. Und wer sich dazu entscheidet, das nicht mehr zu konsumieren, wie gesagt, höchsten Respekt. Und mittlerweile bin ich wirklich auf dem Weg, dass ich auch sage, okay, gibt Alternativen, wie gesagt. Und wenn es ein bisschen günstiger wird, kann ich auch komplett darauf verzichten und so. Also so ist es nicht. Hast du alles schon sehr gut erläutert. Es gibt natürlich einen riesen Rattenschwanz an der Tierindustrie, welcher sozusagen negative Effekte auf die Umwelt hat. Ne? Das ist ein CO2- oder Methanausstoß oder Wasserverbrauch, ne? Was man halt an Wasser braucht, um zum Beispiel Milch zu produzieren oder so, ist halt immens. Und da sind die pflanzlichen Alternativen in vielen Fällen, auch in den meisten Fällen, wirklich weit voraus. Ja, genau. Dann, ich bin sehr zufrieden mit dem Gespräch. Dankeschön. Hast du noch irgendwelche Gedanken zum Veganismus jetzt? Hat dir das irgendwie was gebracht? Oder wie denkst du jetzt über Veganismus? Also ich muss sagen, wie gesagt, also wenn es dann, ich hoffe wirklich inständig für auch die ganzen Alternativen, die es mittlerweile gibt. Also ich muss selber anmerken, dass ich halt, also ich würde auch generell auf vegan umstellen können, aber ich habe sehr viele Allergien, dass es Steinobst sein, Nüsse generell und dementsprechend, da würden mir viele Fette oder natürliche Fette halt fehlen dadurch und klar, das ist jetzt keine Erklärung, warum ich trotzdem noch Fleisch esse, aber ich hoffe natürlich, dass es wie gesagt irgendwann günstiger angeboten wird, dass es halt mehr verbreitet wird und wie gesagt, mittlerweile merkt man ja auch wirklich, dass es so einen Umschwung gibt, generell in Supermärkten, mittlerweile sogar bei Lidl, sondern weiß ich nicht. Also so am Anfang gab es das nur bei Rewe oder generell in diesen großen, teuren Supermärkten, aber mittlerweile gibt es so viele Burger-Patties sind vegan und so und mittlerweile gibt es Wurst, vegane Wurst so. Verstehe ich nur nicht, warum man dann so Wurst betitelt, aber ist absolut belogen. Es schmeckt ja trotzdem genauso. Das ist die Hauptsache. Hauptsache, die Menschen ernähren sich gesund und werden sich bewusst, was sie konsumieren. Okay, dankeschön. Dann denke ich, können wir zusammenpacken. Alles klar. Ich bin gespannt, was da auf den letzten Dingern noch stand. Tillage ist die Muttermilch für Kälber, nicht für Menschen. Aber es gibt keinen normalen Weg, ein Tier zu töten, das nicht sterben wird. Oh, da weiß ich, wo das ist nicht. Das sind schon tiefe Themen auf jeden Fall. Aber ich finde das gut, dass ich folge auf vielen Channels, so bei Instagram, wo ich dann halt auch so sehe, wie man halt vegan kochen kann, worauf man zurückgreifen kann, wie man sich halt irgendwie so was Richtiges zubereiten kann, was halt wirklich die gleiche Konsistenz hat wie Milch oder was auch immer. Und ich habe da höchsten Respekt vor. Ja. Ich denke auch, wenn wir uns immer bewusster werden, dass unser Genuss und unser Geschmack sozusagen nicht über das Leben eines Tieres steht, ne? Wir sozusagen immer mehr in die Richtung vegan gehen, dass wir dann merken, dass wir wirklich mit unseren moralischen Vorstellungen auch handeln, ne? Weil vor allem wir haben ja auch nicht die Notwendigkeit, diese Sachen mehr zu konsumieren. Und das macht es wirklich so wichtig dafür. Man muss sich natürlich in die Lage der Opfer immer versetzen. Definitiv. Ne? Also und in dem Sinne sind wir die, weiß ich nicht, intelligentesten Tiere auf diesem Planeten. Wir sind ja nun mal auch Tiere meiner Meinung nach.
Und dementsprechend kann ich auch wirklich nur sagen, dass wir benehmen uns nicht intelligent genug dafür, dass wir halt, wie gesagt, den Verstand haben und den Tieren das trotzdem antun. Also definitiv. Ich danke dir. Bitte schön. Sag mal, hast du eigentlich schon Jung Brutal Vegan abonniert? Absolut. Direkt. Und Glocke aktiviert. Und sollte man vielleicht auch einen Kommentar oder so schreiben? Gerne. Lasst einen Kommentar da. Und was soll man da so kommentieren? Bleibt jung und brutal. Und natürlich vegan. Alles klar, ihr wisst, was zu tun ist.